Hey Beauties, ich habe heute ein neues Video für euch und ja, hätte es gedacht, es ist mal wieder ein Haul. Ich war wieder ziemlich viel einkaufen und es hat sich so einiges wieder eingesammelt und das möchte ich euch natürlich wieder mal zeigen. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich würde mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und natürlich auch ein Abo freuen. Und ja, ich fange jetzt gleich mal an. Als erstes von Nanunana diese wunderschöne Kerzenhalter und hier oben kann man dann die Tarts reinmachen. Ich habe jetzt von Yankee Candle Moroccan Argan Oil drin. Und das riecht so gut. Und ja, den fand ich mega schön. Und da konnte ich meinen einen alten mal wegtun. Und ja, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Der hat 7,95 gekostet. Aber der ist halt wirklich aus massivem Material und ich finde den halt echt mega schön. Und ja, das Geld lohnt sich auf jeden Fall. Dann war ich ein paar Mal bei DM, um genau zu sein. Dreimal. Und ja. Als erstes habe ich hier von Trackle Moon Wild Cherry Magic als Handcreme mit Aprikosenöl und Vitamin E. Ich liebe diesen Kirschgeruch einfach. Das ist wirklich der beste Geruch, den Trackle Moon jemals rausbringen konnte. Und ja, ich glaube davon, von den Handcremes zumindest, werde ich mir einen Vorrat dann holen, bevor der rausgeht. Und die Handcreme hat 1,95 gekostet. Dann habe ich für meinen Freund von Balea die Melonencreme-Gelmaske mitgenommen. Das ist ja diese Limited Edition, die jetzt neu rausgekommen ist. Und er liebt diesen Melonengeruch, ich hasse ihn. Ja, und damit er auch eine Maske hat, die er gerne mag, weil wir machen ab und zu mal Masken zusammen, habe ich die hier einmal mitgenommen. Die hat 45 Cent gekostet. Dann für mich zum Ausprobieren diese Hydrogelmaske von Shavens. Das ist diese mit dem Gel und dem Pulver, was man vermischen muss. Davon haben ja einige geschwärmt und ja, deswegen möchte ich die auch gerne mal ausprobieren. Die hat 1,45 gekostet. Dann von Palmolive die Limited Edition BSN. Also keine Ahnung, Shower Gel with Iris ist diese Verpackung, finde ich mega schön und es riecht einfach frisch und ein bisschen blumig und ja, ich liebe diesen Geruch jetzt schon. Ich glaube, davon werde ich mir auch noch mal ein, zwei holen und das hat 1,25 gekostet und bei dem DM-Einkauf durfte noch das Balea Totes Meersalz Ölpeeling Lemongrass Duft mit, weil sehr viele davon geschwärmt haben und immer noch schwärmen und deswegen wollte ich das jetzt auch mal ausprobieren. Das ist noch zu. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das so ist, weil ich habe bis jetzt nur Gutes davon gehört und ja, deswegen habe ich mir das mal gegönnt. Und das hat 2,95 gekostet. Bei dem nächsten DM und Rossmann Einkauf durften einmal mit von Nivea die Cremepflege-Reinigungstücher, das sind diese hier. Und die Nivea-Reinigungstücher sind echt meine liebsten. Und ja, die kann ich euch echt nur empfehlen. Die brennen gar nicht in den Augen, sind echt pflegend und schonend zu den Augen. Und ja, das sind meine liebsten. Die haben 1,69 gekostet. Dann habe ich mir noch einmal Wild Cherry Magic, das Duschgel, mitgenommen. Das ist die 500 ml Pulle. Ja, wie gesagt, Duft ist mega und mein Liebster und das hat 3,95 gekostet. Und auch noch aus der Reihe mitgenommen habe ich Wild Cherry Magic Körperpeeling. Das seht ihr dann gleich nochmal. Also habe ich zweimal. Und das hat 2,95 gekostet, genau. Und ja, Duft ist einfach Bombe, musste mit. Dann habe ich von Isana Kids die Glitzerdusche mit Panthenol mit milden Waschsubstanzen mitgenommen von Rossmann. Das riecht einfach mega nach Kaugummi und ja, finde ich mega süß. Ist auch ein Einhorn. Und die glitzert halt echt mega, mega schön. Und die hat 1,49 gekostet. Und dann von Isana durfte noch die Cremeseife Forbidden Apple mit rotem Apfel und Karamellduft. Schon für unsere Wohnung, weil ich diesen Duft einfach total liebe. Ja, ich mag diesen Apfelgeruch.
Müsst ihr mal schauen, ob sie noch bei euch gibt. War auch eine Limited Edition. Und die hat 69 Cent gekostet. Dann von meinem gestrigen DM-Kauf, da war einmal das Peeling. Dann habe ich von Golgate die Max White Shine Crystals Zahnpasta mitgenommen. Einfach mal zum Ausprobieren. Die hat 1,15 € gekostet. Bin ich mal gespannt, wie die ist. Meine Zendium-Zahnpasta ist jetzt fast leer. Und da brauchte ich eine neue. Dann von Trackle Moon habe ich noch ein Körperpeeling mitgenommen. Das DOS Lemonade Days Körperpeeling. Hat auch 2,95 € gekostet. Ja, davon schwärmen ja auch viele und der Geruch ist echt angenehm. Und ja, für den Sommer denke ich mal, werde ich das dann hier nehmen. Dann durfte noch ein Duschgel mit. Und zwar von Original Source. Das 6 Natur- und Fruchtöl für saftige Mango-Duschgel. Sieht so aus. Ist halt Mango-Geruch. Und der Geruch ist mega, mega lecker. Das erinnert mich an irgendwas aus meiner Kindheit. Und ja, ich liebe diesen Duft. Und das hat 1,95 € gekostet. Und dann durften noch zwei Balea-Masken mit. Und zwar zweimal weißer Tee und Kirschmaske. Das ist diese hier. Für jede Haut soll verwöhnt sein. Bin ich gespannt, wie die ist. Hatte ich noch nie. Und da hat jeweils eine 40 Cent gekostet. Dann waren wir bei Roller und haben eine Wohnwand gekauft. Und weil wir noch 1 € übrig hatten von unserem Gutschein, durfte ich noch eine Kerze mitnehmen. Und ja, die hat halt 1 € gekostet. Und die riecht nach gebrannten Mandeln. Finde ich mega lecker. Dann waren wir bei New Yorker. Habe ich nur eine Tasche gekauft. Die sieht so aus. Hat hier solche Knöpfe. Da kann man die noch zusammen machen oder halt weiter. Und da passt halt extrem viel rein, wie ihr seht. Und die hat 25 € gekostet, hat halt goldene Details, wie man hier sieht. Genau. Und die fand ich halt mega, mega schön, weil die kann ich auch für so Wochenendtrips oder so mal mitnehmen, weil da passt halt echt mega viel rein. Und dann waren wir noch im 1-Euro-Laden und da hat wirklich alles nur 1 € gekostet und ich bin ausgerastet. Als erstes habe ich nochmal so ein Tartschmelz-Ding mitgenommen. Fand ich halt ganz süß. Man sieht es halt, dass es jetzt nicht so teuer war. War halt 1 €. Aber ja, kann man nie genug haben. Dann habe ich einmal eine Shampoo und einmal eine Spülung von Essence Ultime mit luxuriösen Perlen. Essence Gedöns Anti-Haarbruch. Jeweils 1 €. Was ja bei DM echt teuer ist. Und ja, für 1 € kann man mir mitnehmen. Dann habe ich auch noch einmal Elastin und Volumen und Fullness Sprühspülung mitgenommen. Auch 1 €. Ja, mal sehen, wie die so ist, aber für 1 €, was will man? Dann noch ein Duschbad, auch für 1 € von Duschstars Fruit and Creamy und ich liebe einfach diesen Geruch. Das ist echt mein liebster, liebster Geruch von den Duschstars Duschgel. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, müsst ihr mal dran riechen. Das riecht echt mega, mega lecker nach Multivitamin. Dann von Glisskur für 1 € die Million Gloss 10 Tage Glanzkur. Sieht so aus. Habe ich noch gar nicht reingeguckt. Sieht so hier aus. Ja, hatte ich noch nie. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine Kur von Gliss-Kur, aber die ist echt. Ja, bin ich mal gespannt. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Mal gucken, wie die so ist. Dann durften noch viermal Schaumbad von TT Sept mit. Dreimal dieses hier. Das ist Traumstunde fliegende Cremeschaumbad mit Acai-Beeren- und Brombeerenduft. Und einmal durfte mit Abendruhe fliegende Schaumbad mit Hibiskusblüte. Genau, alles, also jedes Tütchen 1 €. Dann, was ich voll süß fand, eine Spardose mit Anna und Elsa. Und die Spardose bekommt man halt nicht auf. Also so kann man die nicht aufmachen. Man muss die halt wirklich zerstören und da komme ich halt nicht an das Geld ran und das ist echt mega gut, weil da kann ich das echt mal sparen für den Urlaub.
Dann hat sich mein Freund drei Brotdosen mitgenommen. Das ist jetzt bloß eine. Hat noch einen grün und einen rot mitgenommen, weil für 1 Euro kann man die ja mitnehmen. Und ich werde mir dann auch noch welche holen, wenn wir dann zusammen wohnen. Und zu guter Letzt habe ich noch so einen Blog mitgenommen. Da werde ich dann meine YouTube-Ideen und Videos und sowas alles reinschreiben. Und das ist halt einfach nur so ein linierter Blog. Und ja, aber auch 1 Euro und dafür kann man den ja mal mitnehmen. Deswegen durfte der wunderschöne Block auch noch mit. Genau, das war auch schon alles, was ich gekauft habe. Wenn man überlegt, dass ich das alles in einer Woche gekauft habe, ist es echt extrem krass viel. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar und natürlich auch ein Abo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!